Kurz vor seinem Tod sagte Jesus, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Jesus ist der Herr, auch über den Tod. Durch seine Auferstehung ist er der Erstling der Entschlafenen geworden. Er verspricht dir, dass du, wenn du auf ihn vertraust, wie er ebenfalls auferstehen wirst in Herrlichkeit. Denn wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das ist der Wille Gottes, des Vaters, der mich gesandt hat, sagt Jesus, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Auch die, die nicht auf ihn vertrauen, werden auferstehen, aber nicht zum ewigen Leben. Denn viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen?